Ich weiß, dass das Thema Tod für viele Menschen nicht einfach ist. Und daher kann ich verstehen, wenn ihr jetzt vielleicht lieber nicht weiterschauen möchtet, weil euch das Thema zu sehr triggert. Aber bevor ihr leichtfertig abschaltet, möchte ich euch an dieser Stelle ermutigen, das nicht zu tun. Es sei denn, hierfür liegen schwerwiegende Gründe wie zum Beispiel Traumata vor. Dann solltet ihr selbstverständlich natürlich gut auf euch selbst achten. Ist es aber nur der klassische Impuls im Sinne von, der Tod ist ein Thema, über das ich nicht gerne spreche, möchte ich wirklich dafür werben, dass ihr dem Thema eine Chance gebt. Und zwar vor allem deshalb, weil auch das Thema Tod wie immer eine Frage der Perspektive ist, die auch kulturellen Einflüssen unterworfen ist. Wie man gleich am Beispiel von Japan sehen kann. Und bitte wundert euch nicht, dass das Thema in diesem Video jetzt nicht besonders gesetzt oder zurückhaltend bearbeitet wird, denn das Thema Tod ist für mich persönlich grundsätzlich eher positiv besetzt, so merkwürdig das klingen mag. Oder sagen wir es so, wir sollten dem Thema positiv begegnen. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie ich ausgerechnet auf das Thema Tod komme und warum das hier an dieser Stelle nicht einfach ein Little Satori geworden ist. Auslöser für das Thema war bei mir das Video oder eine Folge des Funkformats 13 Fragen vom 18.08.21, in dem die Frage gestellt wurde: Brauchen wir ein Recht auf Sterbehilfe? In diesem Format treffen jeweils drei Befürworter und drei Gegner der entsprechenden Frage aufeinander und man versucht während dieser Folge aufeinander zuzugehen und am Ende vielleicht sogar eine Art Kompromiss zu finden. Und ich muss gestehen, ich habe mich selten so sehr über die Personen der Kontraseite geärgert wie in dieser Folge. Unabhängig davon, dass ich selbst die aktive Sterbehilfe befürworte, da ich finde, dass niemand auf dieser Welt das Recht hat, über mein Leben zu entscheiden, zeigte die Kontraseite sehr deutlich, welchen Einfluss Kultur und vor allem Religion auf das Thema haben. Und das leider nicht besonders positiv, muss ich gestehen. Denn vor allem eine Kernaussage kam immer wieder auf. Ich glaube an Gott und nur Gott hat das Recht, Leben zu geben und zu nehmen und deshalb darfst du nicht selbstständig darüber entscheiden. Tja, aber was machen wir nun, wenn die betreffende Person weder an Gott glaubt, noch Christ ist, noch in diesem Kulturkreis aufgewachsen ist? Wie in Japan zum Beispiel. Ich meine, wie wird denn dort eigentlich mit dem Thema Tod umgegangen? Vorneweg muss ich sagen, dass das Thema Tod in Japan vor allem durch drei Aspekte geprägt ist. Da haben wir zunächst erstmal die Geografie. Ja, ihr habt richtig gehört, die geografische Lage des Landes hat Einfluss auf die Sicht auf den Tod. Der japanische Physiker und Essayist Terada Torahiko hat mal darauf hingewiesen, dass eben die Gefahr für Naturkatastrophen oder die Allgegenwärtigkeit von Naturkatastrophen in Japan viel größer ist als zum Beispiel in Europa. Taifune, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche sind dort nichts Ungewöhnliches und waren seit jeher Teil der Re Lebensrealität der Menschen dort. Und das immer wieder Durchleben dieser Katastrophen erzeugte in den Menschen über die Jahrhunderte die Erkenntnis der Vergänglichkeit und Wandelbarkeit der Dinge. Also die Sicht, dass es sinnlos ist, sich an Dinge, Menschen oder Ereignisse zu klammern, weil sie jederzeit enden können. Man könnte also sagen, die Allgegenwärtigkeit der Vergänglichkeit hat sich tief in die japanische Mentalität eingebrannt. Aber auch die Ära der Samurai hat die Sicht auf den Tod in der japanischen Gesellschaft maßgeblich mitgeprägt. Pflicht und Ehre, das war alles für den Samurai und eigentlich sein alles bestimmender Lebenssinn. Wichtiger als das eigene Leben. Denn die Ehre, die nach dem Tod in der Welt zurückbleibt, ist nicht an das irdische Dasein gebunden. Sie steht quasi über der physischen Existenz, weshalb der Samurai in der Regel überhaupt nicht zögerte, sein Leben hinzugeben. Es ist daher auch nicht weiter verwunderlich, dass die japanische Kultur
etwas anders mit dem Thema Suizid umgeht. Auch heute noch gilt der Freitod für einige Menschen als legitimes Mittel, um sich selbst oder auch andere von einer Schuld zu befreien und die Ehre wiederherzustellen. Und man kommt auch nicht darum herum, dass in einigen Kreisen auch noch die unterschwellige Erwartung diesbezüglich existiert, so hart das an dieser Stelle klingen mag. An dritter Stelle stehen natürlich aber auch in Japan religiöse Aspekte, die aber in krassem Kontrast zur westlich-christlich geprägten Sicht stehen. Im Shinto, der japanischen Naturreligion, spielt der Tod zum Beispiel eigentlich überhaupt keine Rolle, denn Shinto ist eine lebensbejahende Religion, die sich auf das Hier und Jetzt fixiert. Stirbt ein Mensch, bleibt seine Seele, also auf Japanisch Tama, zwischen 33 und 49 Jahren auf der Erde zurück und übt Einfluss auf die verbliebenen Lebenden aus, bevor sie schließlich dann in das große Ganze und eingeht und quasi sich mit den Familien Kami vereint. Denn ihr wisst ja bereits, alles kann im Shinto ein Kami, also ein Gott sein. Auch die Ahnen. Der Tod ist in Japan daher tatsächlich eher eine Angelegenheit des Buddhismus, wo er im Volksglauben eher als unrein gilt und daher schnell beseitigt werden muss. Heißt zum Beispiel, dass der Leichnam schnell eingeäschert werden muss. Wie ich aber eben bereits sagte, ist das eher so eine Art Volksglaube, weil man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass Japan ja ein sehr feuchtes Klima hat und Verwesung dort schneller abläuft. Das heißt, eigentlich ist es kein buddhistischer oder keine buddhistische Sicht darauf, sondern eine rein pragmatische, dass der Leichnam sehr schnell verbrannt werden muss. Im Zen-Buddhismus nämlich zum Beispiel ist der Tod überhaupt kein Schreckgespenst, sondern er ist wichtig und ermahnt zur Ernsthaftigkeit und zeigt uns auf, was wichtig und unwichtig im Leben ist. Er ist allgegenwärtig, also quasi etwas Gutes, weil er uns hilft, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und daher uns hilft, uns mehr auf das Leben zu fixieren. Beziehungsweise er hilft uns, das Leben mehr zu schätzen. Und nach dem Tod gibt es dann schließlich sehr viele Riten und Feste, bei denen man regelmäßig den Toten oder auch den Ahnen gedenkt. Zum Beispiel das Obon-Fest, das jedes Jahr im August im ganzen Land abgehalten wird. Fasst man diese Aspekte nun zusammen, bleiben quasi drei Kernaussagen zurück. Der Tod ist in Japan allgegenwärtig und macht den Wert des Lebens eigentlich erst deutlich. Von einem hohen Maß an Selbstbestimmung geprägt und in Japan geht man auch niemals so ganz. Ich will an dieser Stelle aber so ehrlich sein und euch nicht vorenthalten, dass mit der Modernisierung Japans auch das Thema Tod nach und nach zu einem Tabuthema wurde. Man hat diese Tabuisierung quasi vom Westen importiert. Umso schöner ist, dass dies mit Beginn des 21. Jahrhunderts mehr und mehr dem Wandel unterliegt. So ist zum Beispiel Shukatsu zu einem Trendbegriff geworden. Shukatsu heißt, dem Sterben entgegen alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um bis zum Ende möglichst selbstbestimmt leben zu können. Dies bedeutet, die Angehörigen während und nach dem Ableben so wenig wie möglich zu belasten, indem man alle nötigen Vorkehrungen bereits im Vorfeld trifft, sich also sehr intensiv mit dem eigenen Tod beschäftigt. Damit ist zum Beispiel gemeint, dass man Pflege- oder Erbangelegenheiten regelt oder auch sogar schon die Bestattung plant und eventuell sogar bezahlt. Und das führt mich jetzt wieder zu den 13 Fragen zurück. Seht es mal so. Der Tod ist die einzige Gewissheit, die ihr in eurem Leben habt. Wir beschäftigen uns aber nicht damit, da Politik und Religion uns nicht gestatten, eigenverantwortlich über unser eigenes Leben zu entscheiden. Da dies angeblich einem wie auch immer gearteten Gott obliegt. Ich persönlich habe aber eine ganz andere Theorie dazu. Unser Problem ist, dass wir uns hier im Westen eigentlich gar nicht mit dem Thema Vergänglichkeit beschäftigen. Die Tatsache, dass alles endet oder vergeht, wird aktiv von uns weggeschoben oder tabuisiert, weil wir uns nicht damit abfinden können, loszulassen oder loslassen zu müssen. Ich will es an dieser Stelle mal etwas hart und überspitzt ausdrücken. Sterben, das ist nur für die blöd, die zurückbleiben. Und anstatt wir uns eben mit dieser Vergänglichkeit beschäftigen und dadurch dem Leben einen viel höheren Stellenwert zugestehen oder ihm einräumen, viel mehr Platz einräumen, verstecken wir das Thema lieber in einer Schublade und sind dann ganz überrascht,
wenn die plötzlich jemand aufmacht. Wir lassen Menschen nicht selbstständig über ihr Leben entscheiden, weil die, die zurückbleiben, eventuell nicht mit deren Verlust klarkommen. Um es überspitzt auszudrücken, im Hinblick auf die Sterbehilfe, lassen wir Menschen bis zum bitteren Ende leiden oder in diesem Leid verharren, weil wir uns mit dem Gedanken des Loslassens nicht anfreunden können. Und daher ist es uns lieber, dass diese Menschen still oder manchmal auch nicht still vor sich hin leiden, anstatt ihnen die Erlösung, die sie ja haben wollen oder eventuell möchten, nicht zugestehen. Und dann verstecken wir uns hinter einem Gott oder irgendeiner anderen höheren Macht, um uns genau das selbst auch nicht eingestehen zu müssen. Leben und Tod sind zwei Dinge, die meiner Meinung nach im hohen Maße selbstbestimmt sein sollten. Wir sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass alles, was um uns herum ist, vergänglich ist, dass es vergehen wird und dass das eine unverrückbare Tatsache ist. Und dass das Leben letztendlich oder dass das Leben an sich letztendlich die Angelegenheit eines jeden Einzelnen ist und niemand das Recht hat, darüber zu bestimmen. Versteht mich nicht falsch. Es gibt Menschen, für die ein Suizid eigentlich oder ein Suizidversuch im Prinzip eine Art Hilferuf ist. Diesen Menschen muss natürlich geholfen werden. Aber es gibt Menschen, bei denen alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, bei denen es keine Perspektive mehr gibt und diese Menschen das auch wirklich wissen. Und dann diesen Menschen vorzuenthalten, selbstbestimmt über ihr Leben zu entscheiden, das halte ich für falsch. Und das ist meiner Ansicht nach vor allen Dingen ein kulturell-religiöses Problem des Westens, weil unsere Perspektive auf Leben und Tod eben ist, wie sie ist. Und vielleicht sollte man den Mut haben, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, wie eben die japanische. Tja, wie ist denn das bei euch? Wie steht ihr denn zum Thema Leben und Tod? Seid ihr für aktive Sterbehilfe? Seid ihr dagegen? Und wenn ja, warum? Seid ihr für ein selbstbestimmtes Leben und Ableben? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Ich weiß, dass das Thema die Nation spaltet oder auch die Menschen spaltet, aber vielleicht kommen wir ja in einen ausgewogenen Dialog, weil mich natürlich auch die Perspektiven von anderen Menschen diesbezüglich interessieren. Tja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total darüber freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr auch in Zukunft weitere Videos über japanische Kultur, Kampfkunst und Zen sehen wollt, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Und dabei auch die Glocke nicht vergesst, weil dann werdet ihr natürlich sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, matane!